Was ist jetzt noch immer kaputt? Kaputt, ich muss ihn reparieren. Ja, was? Oh, jetzt muss ich den Reifen nur noch mit einer Schraube festmachen. So, und das wahrscheinlich mit dem gut ist. So, nein. Das Gras kann ich wahrscheinlich mit dem Rasenmäher. Jo, und das stört den Hund gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Hey, Autoschlüssel. Yeah, ich kann heimfahren. Das Let's Play ist zu Ende. Ach, die alte lassen wir daheim. Also lassen wir da. Pff, hat den Verehrer. So, na passt, Leute. Vielen Dank, dass ihr mein Let's Play geguckt habt. Ich wünsche euch viel Spaß noch und ja, wenn ihr die Alte befreit habt, wenn ihr übrigens selber das Spiel spielt und die Alte befreit habt, dann sagt mir, wie das Ende ausgegangen ist, gell? Nein, Scherz. Wir befreien schon unseren Schatz. Ja. Und die Hupe funktioniert noch immer. Yeah. Tommy! Du bist doch tot! You, Henry. Auf mich! Okay. Who are you? And why are you helping me? Schmalzlocke. Seht ihr die Schmalzlocken? You'll find out soon enough. In the meantime, I'll be waiting for you in the post office. A woman there needs your help. Okay, alles klar. Danke, Goodies, tschüssi. Was haben wir da? Ja, eine Kette nehmen wir mit, okay. Die Tür hängt gerade noch so an den Scharnieren. Taschenmesser? Nein, gut. Wie kann ich diesen Deckel öffnen? Ein Taschenmesser? Eine zweite Münze. Der Riegel ist kaputt. Ich sollte etwas hineinschieben, sodass ich ihn herausdrücken kann. Pinsel? Es ist eine gute Idee, die Verriegelung zu entfernen, aber der Pinsel ist zu dick. Ich sollte eine Nadel oder einen Nagel benutzen. Natürlich. Und die Nadel mit dem Faden, den wir gebraucht haben, mit der Strohpuppe, den haben wir natürlich dort liegen lassen, ne? Weil die brauchen wir ja nicht mehr. Jo, so ist das eben, ne? Oh, da können wir weiter schauen. Was haben wir da? Was haben wir da? Ich konnte einen Eindruck in den feuchten Zement machen. Und was nutzt mir das jetzt? Nutzt mir genau gar nichts. Briefträger haben hier früher die Tauben gefüttert. Hä? Die Briefträger haben die Tauben gefüttert? Okay. Ich muss die richtige Stellung der Schalter herausfinden. Okay. Ah, zack, zack, zack. Also rauf, rauf, runter. Jemand hat die untere Hälfte der schematischen Zeichnung abgerissen. Wir machen ja nichts. Try and error, ne? Tauben. Diese Vögel weigern sich abzuhauen. Ich muss sie ablenken. Fächer? Nö, das hilft mir nicht weiter. Kitzeln. Kili, 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 kili. Bezirzen mit meinem Anhänger. Grrr, grrr. Auch nicht. Ah, dafür braucht man den Pinsel. Wie geil ist das denn? Eine Puppe, die was mir das aufzeichnet. Okay. Rauf, rauf, runter. Runter, rauf, runter. Also, das merke ich mal nie. Das schreibe ich mir wieder auf. So. Rauf, rauf, runter. Runter, rauf, runter. So. Okidoki, alles klar. Wo war denn das jetzt? Da. Rauf, rauf, runter. Runter, rauf, runter. So. Huch. Tommy schon wieder. There's a woman behind that door, Henry. She needs your help. Don't abandon her. Ja, pff, ich lass grundsätzlich keine Frauen im Stich. Ja.
Ich muss diese Türe öffnen, der Schlüssel ist abgebrochen. Der Griff des Reißverschlusses fehlt. Ich könnte ihn aber auch mit einer Sicherheitsnadel öffnen. Haben wir gerade nicht bei der Hand. Ich könnte den Deckel dieser Dose gut gebrauchen, aber ich kann ihn nicht mit bloßen Händen abreißen. Wieso? Bist du sonst der Superhero? Einen leeren Becher haben wir mitgenommen. Auf der Post finde ich eine Pfeife, mit der ich diese Hunde vergraulen kann. Anwohner und Gäste von Riverdale, Achtung! Aufgrund der Zunahme der Zahl an streunenden Hunden in der Stadt haben die Behörden beschlossen, jedem Bewohner einen Ultraschallpfeife zu überlassen. Das ist schon, wenn schon, denn schon eine Ultraschallpfeife, bitte. Um die Tiere zu verscheuchen, gehen Sie zum Postamt, um Ihre eigene kostenlose Pfeife zu erhalten. Jo. Was mit mir? Ich pfeife, krieg keine Pfeife? Urkunden. Unsere Post hat viele Auszeichnungen gewonnen. Eine davon könnte mir weiterhelfen. Das ist aber keine Auszeichnung. Ja, wohl. Oh ja. Könnte eine sein. Ja, das haben wir schon. Nein, sie hat die Pfeife. Okay, ich muss da rein. Gut, was haben wir? Zerbrochener Schlüssel, eine Zange, einen leeren Becher, einen Zinnpostboten. Okay. Einen Reißverschluss kriege ich nicht auf. Da brauche ich eine Sicherheitsnadel. Wieso eine Sicherheitsnadel? Ich kann das mit der Zange doch auch genauso aufmachen. Zwickst den Reißverschluss ein und zahlst ihn auf. Was ist das Problem? Die Schnecke kann ich nicht mitnehmen. Gut. War echt wirklich so idiotisch manchmal. Gut. Ich muss diese Türe öffnen. Draufhauen. Jo. Gut. Schauen wir mal. Im Kino, Apotheke. Was? Apotheke? Und Postamt. Apotheke? Was für Apotheke? So, das ist aber nur eine Form. Mit der Form werde ich doch höchstwahrscheinlich da nichts reinkriegen, ne? Ne. Habe ich irgendwas dabei? Nee. Lasst mich raten. Das Zinn muss ich wahrscheinlich einschmelzen, dann in die Form gießen, damit ich dann den Schlüssel rausbekomme. Wett mal. Denkt an mich, wenn wir das machen. Ja, das kennen wir schon. Okay, die Tauben lassen sich nicht vertreiben. Da gibt's nichts mehr. Okay. Da kann ich auch nichts mehr machen. Dann gehen wir mal hierher. Da brauche ich geht das? Nein, da brauche ich eine Nadel, genau. Geht das mit der Zange? Yeah, das geht mit der Zange. Geil. Die Arbeiter hier erwärmten Wasser in diesem Kessel. Okay, kann ich da irgendwas mitnehmen vielleicht? Nein. Okay. Ich brauche einen Drehgriff. Wieso ein Drehgriff? Mach's mit der Zange. Das ist eine Rohrzange, Alter. Okay, da ist ein Wimmelbild. Das will ich jetzt aber noch nicht machen. Da fehlt mir Brennstoff. Ich muss noch etwas Brennstoff hinzufügen. Na, habe ich es euch nicht gesagt? Da kommt bestimmt der Zinnbote rein. Na, ich hab's euch doch gesagt, oder? Ja, mir glaubt ja keiner was. Ihr habt wahrscheinlich den Kopf geschüttelt und gesagt, danke. So, na dann, viel Spaß beim Wimmelbild. So, ja, das schaut einigermaßen aufgeräumt aus. Uch, eine Schere. Gut, Bürste, Löffel, Ständer. Ständer. Bürste, Löffel, Ständer, das war der Ständer, Löffel und Bürste, Bürste, Löffel, Löffel und die Bürste.
Glühbirne, Schaufel und zweimal die Truhen. Was haben wir hier drinnen? Ah, jetzt drücke ich schon wieder zu. Lang zu viel. Da haben wir die Zahl 2. Gut, sonst nix. Einmal die Truhe. Wo haben wir den zweiten? Da haben wir die, da ist die zweite Truhe. Glühbirne, Schaufel. Glühbirne, Schaufel. Glühbirne, Schaufel. Da ist eine Glühbirne. Kann ich nicht nehmen. Glühbirne, Schaufel. Da ist die Schaufel. Und wo ist die Glühbirne? Glühbirne, 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 Glühbirne. Glühwein. Glühbirne. Da ist die Zange. Was? Ein Kiefer? Ich brech die gleich den Kiefer. Ne, ernsthaft jetzt, wo soll ich da einen Kiefer finden? Außer hier oder hier? Schlüssel. Hufeisen ist hier hinten versteckt. Kiefer und Glühbirne. Eine Glühbirne müsste offen hier irgendwo liegen. Nur WTF. Da. Fies versteckt. So, meine Lieben. Und einen Kiefer. Keine Ahnung, wo ich den finde. Ein Kiefer ist für mich ein Kiefer. Ihr wisst schon, ein Kiefer. Ja, eben ein Kiefer. Ein menschlicher Kiefer. Oder das Kieferholz. Ne. 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 Hey, wo? Wo soll denn dann Kiefer sein? Ich kann hier nicht einmal irgendwas aufmachen, außer das. Hä? Oh. Eine Zeichnung. Was kriegen wir? Eine Kohlenschaufel und eine Zange. Okay, Kohlenschaufel werden wir wahrscheinlich für das hier brauchen. Was ist das hier? Ah, ein Dosenöffner. Dann nehmen wir die Kohle. Die Kohle gehen wir hier rein. Ich brauche einen Fächer, um das Feuer zu entfachen. Ja, geil. Gluck, 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 gluck. Warte mal, die Form kann ich ja gleich hier reinlegen. Heiß. Ja und? Brauche ich jetzt da, weiß ich nicht, Oh, warte mal. Nein. Da brauche ich jetzt bestimmt ein Fetzen, dass ich das nehmen kann, also ein Tuch, dass ich die Schüssel nehmen kann und die Form hier reingießen kann. Wettner, Wettner, Wettner. So, einen Dosenöffner mal kriegt, da weiß ich eh, was ich damit mache. Bevor ich den Kessel mit Wasser füllen kann, muss ich diese Löcher flicken. Ich brauche etwas Kleines, um es in dieses Loch zu stecken. Quaken? Nee, geht wirklich. Die Leute aus der Apotheke haben diesen Kessel dazu verwendet, um Wasser zu erhitzen. Jetzt ist er voller Löcher. Was kann ich denn da reinstopfen? Meine Frau. Entschuldigung. Wie pietätlos. So, das haben wir noch immer nicht. Ja, wurscht. Gehen wir mal die Dose öffnen. Die Dose, wo war denn die Dose nochmal da drinnen? Nein, da waren wir jetzt gerade. Dose war doch da drinnen, oder? Ja, hier war sie. Ich mag Ananas, aber ich habe leider keine Ahnung, wie alt diese Dose ist. Naja, ich nehme mal an, 15 Jahre, oder? Aber für 15 Jahre schauen die eigentlich noch ziemlich gut aus, obwohl ja, Konservendosen.